Bis sie kommen, oder was? Ja. Sollen wir jetzt hier so 20 Minuten bleiben, oder was? Yo, meine Kartoffelfreunde, und willkommen zu einer weiteren Battle-Staffel. Wir sind hier in der Basis von Maxler und Fix. Irgendwas, hast du das gehört? Ja, das war ein Skelett unter uns. Okay. So, komm mit hoch. So. Du einfach im Wasser bleiben, nicht sneaken. Einfach hoch. Maxler ist raus gerade. Kannst du das? Schaffst du das? Alles gut? Nein! Oh, Alex! Ich weiß nicht wie. Du musst einfach im Wasser bleiben und Leertaste gedrückt lassen. Ja, aber jetzt fahre ich rückwärts. Was? Ich fahre rückwärts. Alex? Ja. Mach mich sobald nicht. Sobald ich sneaken drücke. Nicht sneaken! Nicht sneaken! Einfach hochschwimmen! Ihr sagt es doch. Auch nichts Pfeiltaschenmäßig drücken, ne? Ja, nein. Nur wenn du zu wenig Luft hast, musst du so halb aus dem Wasser rausgehen und schnell Luft holen. Jo. Okay, was geht bei dem? Egal. Hauptsache, du kommst hier jetzt hoch. Wo bist du? Da unten bist du. Okay. Ich bin oben. Gibt's doch nicht! Ich schaff das gerade nicht, Alter. Ich bin zu blöd, ohne Witz. Tom und Max, Entschuldigung, nicht Fix und Max. So, jetzt. Ja, das schaffst du, komm. Vielleicht kannst du da hoch links. Das gibt's nicht. Alex, ein bisschen Movements kannst du doch wohl. Ja, aber der verpisst sich immer darüber. Ja, komm her, komm hier hoch. So, jetzt. Komm, so, ja. Und da jetzt ab da kommt jetzt gleich von oben noch in der Gegenseite. Ja, nein, du musst gegendrücken. Oh, Alter, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, das Wasser kommt von der Seite, deswegen wirst du nach hinten geschubst. Komm doch einfach her jetzt, wir bauen uns hoch jetzt. Ja, wie kann man so unfähig sein wie du? Komm, bau dich hoch. Weiß ich nicht. Warte. Ja. Steine, irgendwas. So, warte, komm hier auch noch einen hier. Komm hoch, hier auch noch einen. Hier auch noch einen. So, und hier einfach nur geradeaus schwimmen und Leertaste gedrückt lassen. Einfach nur geradeaus schwimmen und Leertaste. Also W drücken und geradeaus. Ja, und Leertaste. Also W und Leertaste. Und dann auch in die Richtung gucken. Ja! Okay, hab's geschafft. So, da gehst du jetzt durchs Wasser und kommst hier raus. Okay, bin da. Die haben Monster vor der Haustür. Da oben ist noch eine Höhle. Bist du gerade gefallen? Ja, obwohl das gar nicht hoch war, aber egal. Meine Hand ist wieder am Zittern, Digga. Komm. Ich kann jetzt nicht rennen, das geht schlecht, ne? So. Einfach hier hochkommen. Hier ist keiner. Ist komplett leer. Die haben Lava-Eimer hier drin. Ich nehme mir einen raus. Ja, nett. Loot alles, was geht, Bruder. Komm mit auf die Zwischen. Zombie. Nein, komm einfach hoch die Treppe. Komm mit auf diese Zwischen. Der war vor mir, Digga. Hier, nein, hier. Ja. Hier bleiben wir jetzt. Sollen wir jetzt hier so 20 Minuten bleiben, oder was? Ich guck mal ein bisschen durch die Wand, ob ich irgendwelche Namen sehe. Sneaken. Ich hab grad was gesehen. Wallhack? Ich sehe schon so Timelapse jetzt und so funny Musik, weißt du? Diese Jeopardy. Das ist eher so Verfolgungsjagd, ja. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie einfach nur unten hingegangen sind in die Hölle. Nochmal. Das kann ich mir gut vorstellen. Weil die haben da bestimmt unten ihr Portal, weißt du?
Kann gut sein, ja. Keine Ahnung, Mann. Wir machen es echt wie... Wie Domse, der hat da, glaube ich, mehrere Folgen sogar. Ja, ich glaube, 3 Folgen waren sie in der Basis, ja. Müssen auch spannende Folgen gewesen sein, auf jeden Fall. So, komm, erzähl mal einen Schwank aus unserer Jugend. Was machen 3 Polen auf dem Eis? Das Einbrechen! Das ist kein Schwank aus deiner Jugend. Ich weiß, ich würde mir gerne was zu trinken holen, aber dann müsste ich irgendwas auf die Shift-Taste legen. Ja, die hatten in irgendeiner Bettenstaffel hatten die mal eine Sneak-Mod. Sollten wir mal wieder einführen, ha? Dass man nicht sneaken kann oder dauerhaft sneakt? Dauerhaft. Also da gibst du einfach im Chat ein / sneaken oder so und dann sneakt der andauernd dein Charakter. Also okay, die Taktik wird so sein, wenn einer hochkommt, ballern wir den tot. Wenn der andere wegläuft, baller ich die Bazooka auf ihn und wir versuchen ihn mit den Distanzkarabinern, hier mit den K98, versuchen wir ihn wegzuballern, okay? Das K98, das habe ich nicht. Doch, die haben uns am Anfang zusammen gemacht. Die, genau. Das ist die M1. Mir scheißegal, Hauptsache du tötest irgendwas. Okay. Ich denke immer, die Basis und Homeschilder sind Waypoints sind hier Gegner. Ja. Lass mal ganz kurz Player Mod Radar anmachen. Nein. Auf keinen Fall. Also müssen heute, wo wir die Folge aufnehmen, geht's für mich morgen nach Berlin. Ihr seht da die anderen Folgen. Da habe ich nicht drüber geredet. Keine Ahnung warum. Wird natürlich einen Vlog dazu geben. Wie könnte es auch anders sein? Der wird wahrscheinlich schon on sein, wenn diese Folge hier kommt. Nee, das war wohl. Hast du eigentlich eine Folge bei mir hochgeladen und geschnitten? Nee, ne? Wie? Nee, weil du warst, also bei mir, du hast ja bei mir auf dem Mac kurz was geschnitten gehabt. Ach so, ja, da habe ich ja nur angefangen zu schneiden. Ach so, hättest du ja eigentlich auch zu Ende machen können. Nee, ich hatte die Home-Reise noch nicht. Alter, ich muss kurz meinen Zeigefinger drauflegen, Alter. Ohne Witz. Doch. Man denkt jetzt, man sieht überall immer Schilder, Alter. Also Namensschilder. Paranoid! Paranoid! Ich könnte vielleicht mal den Minecraft-Sound lauter machen, aber es geht jetzt schlecht. Weil dann sneak ich nicht mehr. Nee, nee, du lässt um. Ja, Freunde, es kann nicht sein, dass wir hier jetzt einfach mal so 6 Folgen stehen oder so. Vielleicht sterben sie zwischendurch. Aber warte mal. Boah, das wäre richtig hart. Warte mal. Ich glaube, die holen nur Zeug von ihnen. Die kommen gleich wieder. Die Betten sind nicht hier. Vielleicht ist das auch eine Fake-Basis. Hast du nachgeladen? Ja, habe ich jetzt ein Magazin verschenkt? Nee, ne? Er tauscht die nur aus. Er tauscht die nur aus. Alles gut. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch versehen. Ich wollte R drücken. Ich... Mach doch sowas nicht mit mir, Alter. Ja, du kannst ja nicht mal Wasserfallhof schwimmen, Alter. Wir machen nach dieser Battle-Staffel machen wir beide erstmal die Minecraft-Mechanics. Ja, sonst klappt's immer, aber heute irgendwie nicht so. Das ist vielleicht was auch, weil meine Hände so gezittert haben. Die holen auf jeden Fall Stuff aus der Höhle. Das wette ich mit dir. Kann und schon sein. Dabei haben sie bestimmt dich 300.000 Mal runterfallen sehen. Oder hören. Deine Zaubersprüche sind bereit für den Einsatz. Oh, ich würde so gerne Clash of Clans spielen jetzt. Mach so. Okay, sobald der hochkommt, wird draufgeballert. Also nicht zielen, einfach draufhalten. Du musst ja bedenken, Streuung, ne? Die geht übel nach oben. Ich weiß, aber deswegen bursten wir auch nur. Deswegen habe ich auch noch den Lava-Eimer hier und die Bazooka. Alter. Warte mal, ich guck mal kurz auf die Uhr. Ah! Hm? Schon 10 Minuten. Sind wir jetzt, ja, wir sind jetzt 5-4 oder so. Ja, weil du nicht hochgekommen bist. Ja, dann hat man wenigstens was von der Folge gehabt. Stell dir vor, jetzt kommen gleich Domse und Max und fixt. So lachen, Alter. Jetzt gleich so hinter uns geht die Wand auf. Surprise, Motherfucker. Ja, so eine Geheimtür, ne? Die ist bestimmt auf einer. Nee, so Domse buddelt sich hier durch. Ach so, oh, what? Und wir bei der. Ratatatatang. Okay, wir hören auf damit. Vielleicht. Ach nee, nevermind, ich hab nichts gesagt. Ich hatte gerade gedacht, dass hier vielleicht irgendwie eine versteckte Box drin sein kann, aber die Wände sind ja nur ein dick. Das heißt, da kann man nicht wirklich was verstecken. Oh Mann, 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 Alex. Na gut, hier an den Eckpunkten schon. Also hier. Bei dem da, bei dem da, bei dem da. Bei dem neben dir. Alex, ich hab so Angst. Übel, Alter. Egal, aber komm. Hey, diesmal sind wir klar im Vorteil, Alter. Wenn die hier reinkommen, die sind so. Das ist das erste Mal, dass wir in so einer Position sind. Oh mein Gott! Und das Gute ist, wir verlieren auch kein Essen, weil wir nur unser Leben chillen. Übel. Nice, Digga. Weißt du, was mich am meisten aufregt bei Minecraft? Die Mausbeschleunigung. Herzstillstand. Locker bleiben. Will jetzt nicht schreiben.
Du schreibst es doch nicht. Der baitet das nur. Nein, lass es. Dann stehst du auf, weil du Shift nicht mehr drückst. Aber wenn ich Shift drück? Nein. Hör auf, lass es. Ja, ich lass es ja auch. Der Typ will nur baiten. Wetten, der will nur, dass wir antworten und aufhören zu sneaken. Vielleicht sehen sie uns ja. Wo ist die Kamera? Hidden Camera. Sag mal kurz ruhig. Im Notfall zum Escapen haben wir immer noch die Enderperlen. Mhm. 3 Stück. Ich hab nur eine. Ja, insgesamt 3. Mhm. Warte. Irgendwas ist durchs Wasser geschwommen. Echt? Auf der Seite ist irgendwas. Einmal war ein Skelett und danach ist irgendwas geschwommen. Ich sehe nichts. Ja, die können ja auch sneaken. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Waffen durch die Wand backen. Das kann passieren. Deswegen nicht so hingucken. Ich drehe mich auch nicht zu weit. Einfach nur so eine Waffe durch die Wand backen lassen. Ey, ich kann um die Ecke gucken, stimmt ja. Ich kann ja mit CC so durch die Wand gucken. Ich kann gucken, ob die da draußen irgendwo gammeln oder so. Das ist nicht Bug-Using. Das ist einfach nur der Spiegel, den ich benutze. Ja, es ist auf jeden Fall die Höhle und die haben das Wasser auf jeden Fall manuell dahin gemacht, damit sie da schneller hoch und runter kommen, weißt du? Okay. Okay. Nee, ich hab nichts gesehen. Ich guck mal weiterhin, okay? Alter. Das schreiben eh wieder voll viele. Ihr klaut voll die Sachen von Dombe. Und wieder Dislikes für die Folge. Weil wir biten beim King, Alter. Okay, es wird Tag. Hier sind die King Bites. Ich gucke in die Richtung hinter uns, okay? Du guckst vor uns und in die. Auf die Leiter, okay? Okay. Die Fackel, ne? Ich hab grad gedacht, da ist ein Name. Paranoia! Okay, also ich müsste auch sehen, wenn sie aus dem Berg kommen. Ja, ich sehe sie sowieso, wenn sie da rauslaufen. Außer die View-Distance ist scheiße. Nee, wir haben mal relativ weit geguckt eben. Also das war schon weit, wie ich die gesehen habe. Du hast sie wahrscheinlich wegen deinem PC relativ low eingestellt, ne? Ich hab zum Beispiel meine View Distance auf Maximum. Was ist es? 18 oder so? Eigentlich habe ich gar keine Ahnung, wo sie steht. Was weiß ich mal. Nein, das hat auch nichts mit dir zu tun, sondern der Server. Also du kannst ja von dir ausstellen, einstellen, wie weit du gucken kannst. Wenn ich meine ja auch gering habe, ja. Ja gut, dann siehst du sie natürlich. Okay, das ist klar. Das hat ja auch mit Leistung zu tun, weil der muss ja dann das ganze Zeug aufbauen und alles. Ja. Kann schon sein, dass ich die ein bisschen runtergestellt habe. Keine Ahnung, oder? Die sollen jetzt endlich mal kommen, Alter. Weil einerseits habe ich jetzt auch keinen Bock, den Leuten einfach hier so 5 Folgen zu präsentieren, wo wir nur hier stehen. Aber andererseits will ich auch nicht weggehen, weil das wäre eine vergebene Chance. Ja, Mann. Drück mal Linksklick, bitte. Ja. Achso, man sieht nicht, dass du ranzoomst, okay. Na? Die müssen doch irgendwie ihre Betten oder so holen. Wo sind die? Vielleicht ganz oben. Nein, da war ich doch eben schon. Ich habe doch da aus der Kiste einen Lava-Eimer geholt, ja. Achso, okay. Das stimmt. Das Bescheuerte ist, wenn du die Pistol in der Hand hast und dann Shift drückst, kannst du nicht mehr von der Pistol weggehen, ne? Das heißt, du hast die ganze Zeit die Pistol ausgewählt im Inventar. Total bescheuert. Deswegen habe ich die jetzt aus dem Inventar gepackt und da mal den Eimer hingepackt. Oh, hast du mich gerade erschrocken, Mann! Warum? Weil du auf einmal richtig laut gepustet hast. Oh, scheiße, ich muss Teamspeak nachher wieder so laut machen, weil ich Teamspeak auf 30% nur noch habe. Fuck, das hab ich vergessen. Tja. Lizard mit dem Licht. Ich hab das Loch von denen im Blick, ne? Warte, sieht man dich eigentlich, wenn man von der Tür kommt, wenn man da hinten rausgeht? Weiß ich nicht. Geh mal auf die andere Seite, da wo die Leiter ist. Oder komm weiter zu mir in die Ecke. Oh, scheiße, da kann man dich sehen. Komm mit in meine Ecke. Wo sieht man mich? Ja, man sieht deine Waffe von unten. Die guckt ziemlich weit über den Kasten. Die ist ja nochmal ein Block länger als du. Komm her. Einfach so. Sollen wir wieder schön den Zeigefinger auf Shift legen. Alter, die werden so gepickt. Ja, nachher sterben wir so, weißt, machen so voll die Ansage. Ja, wir machen die kaputt. Ja. Und dann kommen sie barmtot. Schiffe, die haben hier alles so mit TNT verbaut. Würde man sehen zum Glück. Ja, die kommen so hoch. Also scheiße, da sind sie. Wir ballern so auf die drauf, die gehen runter, zünden das TNT, wir sind am Anfang. Und auf einmal hebt die Burg ab und wir fliegen zum Mars, ey. Ja, wir spielen dann auf dem Mond. Wir snipen sie dann weg, Mann. Ja, Mann. Aber da ist Cobblestone. Ich glaube, das meinten die. Wir können jetzt auch nicht schreiben, so Folgenende, weißt du, wenn es soweit wäre.
Oh, gut. Folgenende. Also, warten wir, bis die anderen beiden draußen sind. Okay, gut. Also, bis zum nächsten Mal. Nein, die sind noch nicht runter. Ja, aber wir können schon mal Abmod machen. Ja, also, Freunde, das war's für die Folge. Wir werden jetzt wahrscheinlich noch ein paar Folgen hier stehen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit einer Bewertung, auch wenn es nicht spannend ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Oh ja!